Jups, hallo und willkommen zur neuen Folge von FIFA 18 Karrieremodus mit dem MSV Duisburg. Und heute gehen wir ins Saisonfinale, spielen die letzten zwei Bundesligaspiele und das Europa League Finale gegen Lazio Rom. Und ja, in der Bundesliga ist mehr oder weniger alles entschieden. Wir sind auf jeden Fall Meister. Die Frage wird nur noch sein, wer schafft es in die Champions League, wer schafft es in die Europa League und wer geht am Ende leer aus. Im Abstiegskampf ist praktisch auch fast alles entschieden. Denn direkt die Klasse halten können Bremen, Ingolstadt und Freiburg nicht mehr. Es geht da praktisch nur um den Relegationsplatz und selbst da sieht es sehr, sehr eindeutig aus. Denn alleine ein Punkt dürfte Bremen schon reichen, damit man die Klasse in Anführungsstrichen nochmal bespielen kann über die Relegation. Und für Ingolstadt und Freiburg sieht es derzeit sehr, sehr schlecht aus. Ganze 5 Punkte Rückstand auf den Tabellen 16. Wenn man nach oben guckt, dann geht es noch teilweise um die Vizemeisterschaft, um die Champions League. Ich meine, rein theoretisch könnte da ja noch Gladbach drin landen. Leverkusen dürfte so gut wie aus dem Champions League Rennen raus sein. Noch ist es rechnerisch möglich, aber ich denke, dass es nicht dazu kommen wird. Köln könnte noch in die Europa League kommen und danach kommt dann keine Mannschaft mehr ran. Das heißt, der Meister aus Frankfurt geht leer aus. Hoffenheim geht leer aus. Dortmund könnte es über den DFB-Pokal schaffen. Genauso wie Hannover. Aber der Rest dürfte dann schon entschieden sein. Und das war mehr oder weniger alles, was in dieser Folge in Sachen Bundesliga noch passieren kann. Wir hatten gestern den ersten Spieltag für den MSV. Genauso wie im Vorjahr ging es in Dresden los und genauso wie im Vorjahr ging das Ganze 1-0 nach hinten los. Ich habe die erste Halbzeit nicht gesehen, ich kann nur die zweite Halbzeit bewerten, die ich gesehen habe und muss da sagen, Dresden hat sich praktisch wie sämtliche WM-Mannschaften auf die Defensive verlassen und man hat beim MSV halt echt gemerkt, dass da irgendwie so keine Idee vorhanden war. Also man war nicht sehr oft gefährlich, obwohl man hätte eigentlich mehr machen müssen. Man hat sich praktisch den Ball nur hin und her geschoben in der Abwehrreihe hinten. Und da hat mir schon so ein bisschen die Kreativität gefehlt nach vorne. Ansonsten, weiß nicht, teilweise war man nach Standards so gefährlich, aber mehr muss ich dazu auch nicht sagen. Ich hoffe, das wird im zweiten Spiel dann besser. Und man kann ja teilweise davon ausgehen, dass es ja wie in der Vorsaison ja so angefangen hat, dass es vielleicht dann doch noch besser wird. Also zumindest war es ja in der Vorsaison ja auch so. Und so einfach mal gucken, was da so noch passiert. Wir beginnen jetzt aber erstmal mit der Folge. Wir spielen das erste Spiel gegen Augsburg. Und das ist die Ausstellung für das Augsburg-Spiel. Wir rotieren wieder komplett durch, geben da mal vielleicht den einen oder anderen paar Chancen, da mal ein bisschen Spielzeit zu ergattern. Delgado beginnt von Anfang an, dürfte glaube ich sogar das erste Mal sein. Ansonsten haben wir auf der Bank einen Ben Sekri, der beim letzten Spiel in der Bundesliga noch eingewechselt wurde. Und ein Wolf, der auch zum allerersten Mal auf der Bank sitzt. Und damit beginnen wir den 33. Spieltag zu Hause von links nach rechts in den weiß-blau gestreiften Trikots gegen grau-schwarze Augsburger. Das ist Dennis, geht dann mit ein paar Übersteigern erstmal an Demensis und weiteren Leuten vorbei. Immer noch Dennis mit der Möglichkeit, Lancini, Glanzparade direkt zu Beginn des Spiels. Ecke von der linken Seite, Thomas Muck bringt den Ball rein und findet Colombo. Aber der Kopfball vom italienischen Innenverteidiger geht am Tor vorbei. Schobesberger von der rechten Seite bringt den Ball rein. Und es gibt Elfmeter. Der MSV Duisburg bekommt einen Handelfmeter zugeschrieben. Nachdem Codesto den Ball mit der Hand berührt nach einer Ecke von Schobesberger. Gucken wir uns das Ganze natürlich noch einmal an. Die Ecke kommt rein. Man sieht es nicht so genau. Man könnte auch behaupten, dass der Ball an die Hand von Demensis geht. Aber jetzt die Möglichkeit zum 1-0 kurz vor der Halbzeitpause für Tin Kalinic. Und Tin Kalinic verschießt. Latte. Dicke Möglichkeit für Duisburg, wieder vergeben. Normalerweise müsste der MSV Duisburg hier führen. Hat aber leider den Elfmeter gerade eben verschossen. Und hier sind die Halbzeitergebnisse. Ich gehe jetzt mal persönlich nicht drauf ein. Könnt eigentlich das Video stoppen und euch die Ergebnisse angucken. Wir gehen am Ende des Spiels oder nach dem Spiel halt noch drauf ein, weil es halt noch interessant sein könnte. Ecke von der rechten Seite. Ben Sekri bringt den Ball rein und findet Demensis.
über den Kasten von Augsburg. Das war die beste Möglichkeit in Halbzeit 2. Da geht nicht viel bisher in dieser zweiten Halbzeit. Delgado mit dem Ballgewinn. Kalinic nochmal, findet da Engin. Legt den Ball in den Rückraum auf den Kalinic, Außenpfosten. Fast in der 90. Minute macht der MSV Duisburg das 1-0, scheitert aber am Pfosten. Ärgerlich. Und das war's. Der MSV Duisburg und der FC Augsburg trennen sich 0-0. Und man muss sagen, wenn hier einer den Sieg verdient hätte, dann wäre es der MSV Duisburg gewesen. Man war gefährlicher, aber zu unkreativ, was das angeht. Aber wenn man beide Mannschaften vergleicht, war der MSV halt die bessere. Und am Ende ist es dann zwar nur ein Punkt, aber man war ja so oder so schon durch. Deswegen nicht so schlimm. Hier sind die Ergebnisse vom 33. Spieltag. Bayern schlägt Leverkusen 2-0. Die Hertha besiegt Hoffenheim 1-0. Bremen verliert am Ende 2-1 gegen Mainz. Dortmund kriegt eine Packung von Leipzig mit 3-0. Duisburg und Augsburg trennen sich 0-0. Frankfurt schickt den SC Freiburg in die zweite Liga mit 4-1. Köln besiegt Ingolstadt mit 2-1. Schickt damit auch die Ingolstädter in die zweite Liga zurück. Gladbach schlägt Wolfsburg im Kampf um die Europa League. Mittlerweile muss man gleich sagen, wegen der Tabelle. Und Schalke gewinnt gegen Hannover mit 3-1. Und in der Tabelle ergibt sich dann damit dieses Bild. Ingolstadt und Freiburg sind aus der Bundesliga abgestiegen. Bremen damit in der Relegation zu 100%. Gladbach und Wolfsburg, Leverkusen und Köln noch. Auch wenn Köln da so eine Minimalchance hat auf die Europa League. Kämpfen da noch drum. Gladbach ist zu 100% in der Europa League, also kann nur noch maximal auf Platz 6 abrutschen. In der Champions League geht es dann noch um die direkte Qualifikation. Und beziehungsweise ist ja seitdem, wenn ich das richtig verstanden habe, ist da der vierte Platz auch direkt. Ich bin mir da nicht mehr ganz sicher, auf jeden Fall. Geht es dann noch um die Vizemeisterschaft, da kann praktisch Schalke Bayern auch noch daran teilhaben. Und vor dem Spiel gegen Frankfurt bekommen wir noch ein Angebot aus Kolumbien als Nationaltrainer, was wir ablehnen werden. Eigentlich müsste ich das gar nicht mehr reinschneiden, aber ich mache es trotzdem einfach nur, um zu zeigen, wie viele Angebote wir bekommen. Und langsam habe ich begonnen, Spieler zu scouten, die ehemalig bei uns gewesen sind. Also die Folge kommt auf jeden Fall. Aber wie gesagt, erst nachdem diese Karriere zu Ende ist, also nach der 7. Saison, wenn wir dann fertig sind. Sie wird auf jeden Fall kommen, aber erst halt nach der nächsten Saison. Und mit dieser Aufstellung gehen wir in das letzte Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt. Und gleichzeitig ist es das Spiel der beiden letzten Meister in dieser Bundesliga. Die Frankfurter ja in der letzten Saison Meister geworden. Am Ende steht man nur im Mittelfeld der Tabelle da. Und auf der anderen Seite der MSV Duisburg, der Neumeister, wird hier heute praktisch die Schale von Frankfurt auf Duisburg übertragen. Könnte man so sagen. Ist natürlich nicht wirklich so wahrheitsgemäß, aber es ist das Spiel der beiden Meister. Es geht um nichts mehr. Und aufgrund dessen, dass wir in der Woche dann gegen Lazio rumspielen werden, müssen wir halt einfach die B11 laufen lassen. Und ich denke, das ist auch fair, weil diese Elf, die jetzt hier auf dem Platz steht, hauptsächlich in der Bundesliga gespielt hat und dafür verantwortlich ist, dass wir Meister geworden sind. Und ja, es ist mir schon klar, ich bin der Meinung, wir haben einfach am konstantesten gespielt und deswegen sind wir verdient auch Meister geworden. Ich meine, die Bayern haben 11 Spiele verloren. Von 34 bzw. von 33, die könnten ja noch ein Spiel verlieren, aber der Rest der Liga war nicht wirklich konstant genug dafür. Und dann beginnen wir den letzten Spieltag der Bundesliga-Saison gegen Eintracht Frankfurt von links nach rechts in den weiß-blau gestreiften Trikots gegen schwarz gekleidete Frankfurter. Das ist Schobesberger. Bleibt dann Sydney hängen. Thomas Muck erbeutet sich den Ball und zieht einfach mal ab. Aber am Tor vorbei. Das ist Sunny Lovegood. Schickt da den Ball in den Lauf für Tin Kalinic. Und der scheitert an Radetzky. Ganz starke Parade. Kalinic spielt den Ball hoch Richtung Thomas Muck. Und der Österreicher bekommt den Ball. Und er bekommt ihn. 1-0 Duisburg.
Und wer denn auch sonst macht die Buden in der Bundesliga für den MSV als Thomas Murk? Bekommt da den Ball. Und das ist ganz stark vom Österreicher. Überwindet Radetzky zum 1:0. Jetzt der Konter wieder. Schobesberger ist das. Schickt dann Kalinic über die rechte Seite. Der Kroate könnte den Ball jetzt in die Mitte flanken. Bringt den Ball in die Mitte. Schobesberger über die Latte. Der sucht eine Möglichkeit, da irgendwie was draus zu machen. Engi nochmal. Das ist Kalinic. Und Elfmeter. Der MSV Duisburg bekommt einen Elfmeter. Pogba mit dem Foul an Kalinic im Strafraum. Richtige Entscheidung meiner Meinung nach. Und es gibt Elfmeter für Duisburg. Und Kalinic hat den letzten verschossen, also darf jetzt Thomas Murk es versuchen. Der Österreicher mit der Möglichkeit zum 1:0 und auch der ist weg. Pfosten, nicht das 2:0. Bitter. Freistoß nochmal. Van de Beek von der Mittellinie. Die Nachspielzeit ist schon vorbei. Langer Ball. De Menzies. Fallett nochmal. Der Schiri lässt das Ganze weiterlaufen. Abel Ruiz kommt da irgendwie durch. Legt nochmal ab für Kamada. Van de Beek sucht die Möglichkeit nach außen. Die Flanke in die Mitte. Theodorczyk 1:1. In der 7. Minute der Nachspielzeit kassiert der MSV Duisburg den Ausgleich. Was ist das denn bitte? Der Schiri hätte schon längst abpfeifen müssen, meiner Meinung nach. Und dann verliert Gruber das Kopfballduell gegen Theodorczyk. War das ein Handspiel? Es sah mir jetzt gerade im zweiten Moment nach einem Handspiel aus. Also vielleicht ist es sogar ein regelwidriger Treffer, den es eigentlich gar nicht hätte geben dürfen. Würde es noch schlimmer machen eigentlich. Ist das bitter. Und hier sind die Halbzeitergebnisse. Ihr könnt es euch wieder anschauen. Ich werde mal wieder nichts dazu sagen. Genauso wenig wie zum Spiel gerade eben, zumindest der ersten Halbzeit. Und auf einen Sieg vielleicht noch. Engi. Thomas Murk. Thomas Murk mit dem Schuss und die Latte. Schickt da den Ball zu Tin Kalinic. Der legt den nochmal in den Rückraum für Mane Meyer. Mascarell. Und irgendwie kommt der Ball zu Kalinic. 91. Minute, der MSV gewinnt die Partie wahrscheinlich. Was war das für ein kapitaler Abwehrfehler von Pogba? Der Fehlpass, Arne Meyer mit dem Fuß dort dazwischen, kriegt den Ball dann zu Kalinic zufällig. Und der überwindet mit sehr, sehr viel Glück. Ja, der jetzt im Tor von Frankfurt. Der Innenpfosten war noch dran, also wieder Aluminium. Aber diesmal ist der Ball im Netz. Und der MSV führt. Und das war's. Der MSV Duisburg gewinnt 2:1 gegen den Ex-Meister aus Frankfurt. Und jetzt wird gefeiert. Ich finde es gerade ein bisschen enttäuschend, da wir keine Meisterfeier bekommen haben. Wir haben nicht die Schale bekommen. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das weggeklickt habe. Weggedrückt habe. Bisschen komisch, aber wir sind Meister geworden. Nur so, falls das noch keiner weiß. Der Vorstand kommt auf uns zurück und sagt das hier. Wir hatten uns die langfristige Erhöhung des Vereinswerts über 3 Saisons zum Ziel gesetzt. Der Blick auf die ersten Finanzberichte zeigt uns, dass wir dieses Ziel definitiv erreicht haben. Mit freundlichen Grüßen der Vorstand. Aufgrund ihrer Leistung im Wettbewerb haben wir zusätzliche finanzielle Mittel erhalten. Mit diesen Mitteln können wir das Transferbudget in der nächsten Saison erhöhen. 99 Millionen Preisgeld, weil wir die Bundesliga gewonnen haben, aber die Schale nicht bekommen haben. Das ist doch mal ganz, ganz nice. Und der letzte Spieltag der Bundesliga ging so aus. Augsburg gegen Bayern 1:1. Wir gewinnen 2:1 gegen Eintracht Frankfurt. Hannover und Dortmund trennen sich 0:0. Hoffenheim gewinnt 1:0 gegen Werder Bremen, die ja sowieso schon in der Relegation feststanden.
Der SC Freiburg verabschiedet sich mit einem 2-1-Erfolg gegen Ingolstadt. Beide müssen aber in die zweite Liga runter. Leipzig und Köln trennen sich 1-1. Leverkusen und Berlin, so sei die Hertha, trennen sich 2-2. Mainz verliert 2-0 gegen Gladbach und Schalke gewinnt 1-0 gegen VfL Wolfsburg. Und zum Ende der Bundesliga-Saison, das ist die Abschlusstabelle. Mit ganzen 17 Punkten Vorsprung sind wir Meister geworden vor Leipzig, die nochmal am Ende Glück hatten, dass die Schalke eine schlechtere Tordifferenz hatten. Denn die haben gewonnen und sind aufgrund dessen, dass die 6 Tore besser in der Tordifferenz waren, vor Schalke. Bayern ist Vierter geworden am Ende noch, weil sie halt 1-1 gegen Augsburg gespielt haben. Und ja, Schalke hat gewonnen hat gegen Wolfsburg. Was am Ende bedeutet, dass die Bayern einfach zu unkonstant waren. Ich meine, die haben 11 Niederlagen kassiert. Das ist einfach zu viel, wenn man da oben sein möchte. Natürlich hatten sie Glück, dass sie 19 Mal gewonnen haben auch. Haben halt eine sehr, sehr gute Unentschieden-Bilanz, muss man mal so sagen. Es sind einfach zu viele Niederlagen gewesen, weswegen sie halt am Ende nur auf Platz 4 sind. Gladbach war ja vornherein schon sicher auf Platz 5. Wolfsburg verliert gegen Schalke, hat aber Glück, dass Leverkusen und Köln nicht gewinnen. Wobei Köln hätte halt hoch gewinnen müssen und hoffen müssen, dass Schalke halt Wolfsburg eigentlich eine Klatsche reindrückt. Ist nicht passiert. Am Ende ist Wolfsburg auf Platz 6, weil Leverkusen halt nicht gewonnen hat. Und ansonsten haben wir noch Mittelfeldplätze. Da muss ich jetzt nicht wirklich drauf eingehen. Unten 16. Bremen, 17. Freiburg und am letzten Platz Ingolstadt. Im Champions League-Finale haben wir Barcelona gegen Manchester City. Manchester City hat Bayern rausgehauen im Halbfinale und Barcelona Atletico Madrid. Beide Ergebnisse jeweils 3-2. Und unser letztes Spiel kommt ja noch. Wir spielen gegen Lazio Rom. Und ja, das wird eine machbare, aber auch schwere Aufgabe. Und das hier ist die Ausstellung, mit der wir ins Europa League-Finale gegen Lazio Rom fahren werden. Wir rotieren komplett durch. Beste 11, die wir auf dem Platz haben. Natürlich muss man da Bada wegnehmen, weil eigentlich Gruber besser ist von der Gesamtwertung her. Aber was bringt mir die Gesamtwertung, wenn ich hier mehr Tempo drin habe? Kurzer Fun Fact: Mit Frankfurt habe ich es nicht geschafft, in einem kontinentalen Cup, sage ich mal, also Champions League eigentlich, Finale zu stehen und jeweils nicht den Titel mit nach Hause zu nehmen. Also ich war noch nie Champions League Sieger und Europa League Sieger schon gar nicht. Wir sind zum allerersten Mal in den letzten 2 Karrieren, sage ich mal, also diese und die letzte, in der Europa League. Und das ist das erste Mal, dass wir es schaffen könnten, einen Europa League Titel mitzunehmen. Und das im allerersten Versuch. Und das wäre halt jetzt enorm wichtig, wenn wir es schaffen würden. Und würde auch Hoffnung auf die nächste Saison machen. Und damit gehen wir jetzt in die Partie. Europa League Finale. Lazio Rom gegen Duisburg. In Paris, im Parc des Princes. Oder wie auch immer. Und dort haben wir ja im Halbfinale auch schon gespielt. Das Ganze ging 1-1 aus. Nach dem Treffer von, ich denke, Jovic war es. Und auf der anderen Seite Julian Draxler. Blau-Weiß trifft auf Blau-Weiß. Und das letzte Mal, wo wir auf einen italienischen Club getroffen sind, war noch mit Frankfurt. Und wenn ich richtig liege, war es AS Rom. Da haben wir ein geiles Tor gemacht mit Marc Stendera im Hinspiel. Per Fallrückzieher. Und das ist die Aufstellung von Lazio Rom. Wir haben Milinkovic-Savic, wir haben Philippe Andersson, Ricardo Kischner, wir haben Phil Jones, Lewis Baker, der beste Torschütze ist. Mounier haben wir. Wir haben auf der Bank einen Balotelli gesehen. Also der Kader ist nicht schlecht. Und damit beginnen wir das Spiel von rechts nach links. In den roten Trikots gegen hellblau-weiß gekleidete Roma. Benesch findet da Luka Jovic mit dem Haken, versucht er da am Verteidiger vorbeizugehen, zieht ab. Und was für eine Parade vom Schlussmann von Lazio Rom. Den holt er ganz stark raus.
findet da Luka Jovic, vielleicht wieder der Serbe und wieder Asenjo. Benesch auf Luka Jovic. Der spielt den Ball hoch zu Justin van Oem, der bekommt den Ball, 1:0 Duisburg. Justin van Oem bringt die Zebras in Führung im Europa League Finale. Und das ist wie die Kopie vom 1:0 gegen Frankfurt von Thomas Murk. Ganz stark gemacht vom Niederländer. Keine Chance für Asenjo diesmal. Und die Zebras führen im Finale. Und Halbzeit. Der MSV Duisburg, die klar bessere Mannschaft im ersten Abschnitt dieser Partie. Da muss dazu rum deutlich mehr machen, wenn sie noch hier eine Chance haben wollen auf den Titel. Und der MSV Duisburg muss abgezockter sein und aufpassen, dass sie nicht auf der anderen Seite dann einen dummen Fehler machen und dann direkt die Italiener ins Spiel bringen. Baker. Milinkovic-Savic. Ricardo Kischner. Jetzt ist da mal Platz. Uca, Noah Ball für Philippa Andersson. Der findet den Brasilianer. Schaltet aber an Lancini. Fehler von Phil Jones. Jetzt die Möglichkeit fürs 2-0. Laszlo Benes. Scheitert am Schlussmann von Lazzarum. Flanke von Bonatini. Mounier. Über den Kasten von Lancini. Schnell hat mit dem Ball gewinnen. Laszlo Benes jetzt vielleicht mal. Nimmt da Luka Jovic mit. Könnte jetzt vielleicht mal was draus machen. Er macht 2-0 Duisburg. ...77. Minute der MSV für 2-0. Und das ist enorm wichtig. Der Fehler von dem Mann mit der 2. Es müsste oder könnte Jones gewesen sein, der dann den Schritt raus macht, den Ball nicht bekommt. Und Jovic zieht ab und lässt dem Schlussmann von Lazarum keine Chance. 2-0. Findet Lazarum vielleicht nochmal zu einer Antwort? Nein. Ball ist weg. Und das war's. Der MSV Duisburg holt die Europa League. Der MSV gewinnt am Ende verdient
gegen Lazio Rom im Europa League Finale mit 2:0. Man war die bessere Mannschaft über 90 Minuten hinweg. Lazio Rom kam erst sehr spät in die Partie. So um die 70. Minute herum. Wo man erstmal angefangen hat, zum allerersten Mal aufs Tor zu schießen. War auch direkt gefährlich. Aber da kann man einfach zu wenig von Lazio an sich. Und ja, wir haben den zweiten Titel. Leider auch das Maximum. Aber ich bin zufrieden. Und damit haben wir es geschafft, in zwei Karrieren im ersten Anlauf in der Europa League direkt den Titel zu holen. Und eine Saison haben wir noch. Also vielleicht holen wir ja im nächsten Jahr die Champions League. Wer weiß, was passiert. Natürlich gucken wir auch in der nächsten Folge spätestens dann darauf, wer da gewonnen hat. Genauso wie die anderen Ligen, die Statistiken von uns, von den ganzen Spielern. Und vielleicht kriegen wir auch das eine oder andere Angebot, weil unser Kader so voll ist, dass wir nicht mal mehr Jugendspieler annehmen können. Das heißt, wir können auch aktuell gar keinen verpflichten. Und da müssen wir mal ein bisschen aufräumen. Gegebenenfalls auch ein paar Spieler loswerden, die einfach zu schlecht sind. Einfach die Verträge auflösen oder so in die Richtung. Wer weiß. Auf jeden Fall werden uns ein paar Leute den Verein verlassen, weil die Verträge nicht verlängert werden. Da werden auf jeden Fall so 6 oder so dabei sein. Am Ende bekommen wir dazu noch ein Preisgeld von 6,5 Millionen Euro dazu. Man stellt sich irgendwie ein bisschen mehr vor, weil es schon eigentlich ein großer Titel ist. Natürlich nicht so groß wie die Champions League, aber trotzdem ist es ein großer Titel meiner Meinung nach. Und deswegen bin ich das schon ein bisschen enttäuschend, dass es da so wenig Geld gibt eigentlich. Und mit dem Blick auf den Turnierbaum der Europa League verabschiede ich mich von dieser Folge. Ich hoffe, euch hat sie gefallen. Wir haben ein Double geholt. Auch wenn es nicht das größte Double ist, was man sich holen kann. Ich bin sehr zufrieden mit dieser Saison. Das Ganze werden wir aber in der nächsten Folge, die vielleicht sogar morgen kommt, mal gucken, dann ein bisschen intensiver drauf eingehen. Und das war's von meiner Seite aus. Ich hoffe, euch hat sie gefallen. Macht's gut, haut rein und ciao!